Und wieder war ich auf Beutezug, diesmal in der Nähe vom Schlüchterner Bahnhof. Bevor wir allerdings dort waren, haben wir noch einen kurzen Abstecher nach Elm gemacht. An jenem Tag hatte ich zwar gar keinen Bock, denn es war Montag und brütend heiß, doch meine Frau wollte unbedingt auf Beutezug gehen, also sind wir hier. Und am Ende hat sich sogar noch richtig gelohnt, aber das werden wir dann ja noch sehen. Erstmal biegt dieser Containerzug um die Ecke, von Flieden kommend. Die Trax 3, die da vorne dran war, die gucken wir uns nochmal genauer an. Wir haben hier drei Aufschriften. Einmal AKIEM, ursprünglich mal eine Tochtergesellschaft der französischen Staatsbahnen. AKIEM ist der Eigentümer der Lok und vermietet diese an andere Bahngesellschaften. In diesem Fall an die HHLA, die Hamburger Hafen- und Logistik AG. Dann haben wir hier allerdings noch METRANS. Ein tschechisches Unternehmen, das allerdings zu 100% der HHLA gehört. Zum Bahnhof Elm habe ich ja schon mal ein Video gemacht, wo ich auch ein bisschen die Geschichte beleuchtet habe. Der Bahnhof spielte ja einmal eine bedeutende Rolle im deutschen Eisenbahnnetz, musste auch schon zweimal neu aufgebaut werden. Aber wie gesagt, dazu gibt es ein anderes Video, das ich euch unten in der Beschreibung verlinken werde. Tja, wie vorhin erwähnt, es ist Montag und dementsprechend auch kaum was los. Und bevor wir einen Sonnenstich bekommen, haben wir uns ein schattigeres Plätzchen gesucht. Zwischendurch wird eine Weiche inspiziert. Nach was hier jetzt im Einzelnen geschaut wurde und warum auch nur bei dieser Weiche, da bin ich dann auch überfragt.
Der Regionalexpress 50 auf die Minute pünktlich, aber anscheinend kam er nicht schnell genug aus dem Bahnhof raus, denn auch der Regionalexpress nach Frankfurt ist auf die Minute pünktlich. So macht Bahnfahren Spaß. Hier könnte es sich um einen Ersatzzug für den ICE 370 handeln, denn irgendwo bei Freiburg, Offenburg oder so gab es einen Notarzteinsatz, sodass die Fahrt dann in Offenburg mit ca. 1,5 Stunden Verspätung geendet hat. Dieser Regionalexpress fährt einmal am Tag mittags von Fulda nach Frankfurt. Hier in Schlüchtern hat er das letzte Mal gehalten und der nächste Halt ist erst wieder in Hanau. Die gleiche Szene nochmal von einer anderen Stelle aus. Hier haben wir jetzt Weichentransportwagen gesehen, leider ohne Weichen.
Was man hier jetzt nicht sieht, ist der ICE 1651, also der Zug in der Gegenrichtung. Dieser hätte eigentlich auch hier um diese Zeit ungefähr vorbeikommen müssen. Aber an jenem Tag gab es irgendwie Probleme mit dem Zug. Und entweder hat die Fahrt nicht stattgefunden oder sie wurde mittendrin abgebrochen. Im Moment mit etwa 6 Minuten Verspätung unterwegs, werde diese komplett aufholen und dann pünktlich um 19.58 Uhr in Interlaken eintreffen. Und jetzt Achtung, auf den ersten Blick ein ganz gewöhnlicher ICE. Nee, gewöhnlich war dieser nicht, das war der ICE S. Auf den ersten flüchtigen Blick sieht der Zug nach einem verkürzten 1er ICE aus. Allerdings haben wir hier im Wesentlichen zwei ICE-2-Triebköpfe. Diese werden allerdings unter der Baureihe 410.1 geführt. Somit ist der ICE-S Nachfolger des Intercity Experimental. Man beachte auch, dass beim hinteren Triebkopf kein Stromabnehmer gehoben ist. Aufgrund der kurzen Zuglänge wird nämlich nur ein Pantograph beim führenden Triebkopf benutzt. Der hintere Triebkopf wird über eine Leitung versorgt, die über das Dach führt. Wenn jemand mehr wissen möchte, in der Beschreibung verlinke ich eine Website, auf der es fundierte Infos zum ICE-S sowie zu weiteren Hochgeschwindigkeitszügen gibt. Und schon nähert sich wieder der nächste Regionalexpress nach Fulda. Und damit hätten wir bei den Regionalzügen auch das Triple komplett. Das war eine 146. Vorhin haben wir eine Vectron gesehen und eine 114 hatten wir auch schon. So langsam geht's ans Zusammenpacken, aber ein Blick zum Bahnhof, wo eine Baureihe 440 steht. Und zwar geht's mit der Regionalbahn 53 von hier aus Richtung Gemünden. Ein Blick nochmal in die andere Richtung, wo wir vorhin waren. Und na, da hat sich die Sache dann doch gelohnt, obwohl Montag haben wir einige Güterzüge gesehen. Den ICE-S, eine Triebfahrzeugfahrt, ein Bauzug und natürlich die obligatorischen Personenzüge. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.